So, weiter im Text. Jetzt gibt's hier eine Gasse. Wo ist Wenzel überhaupt? Die olle Ratte. What the fuck? Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Ups. Ich meine. Diese schwarzen Brett. Nimm doch. What? Was hat das jetzt damit? Ein Rätsel, wo ich jetzt nicht ganz kapiere. Kann ich das jetzt immer wieder? Ist es, bleibt das so? Okay. Moment, Hanek? Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Rufus. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Oh. Oh. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Na, schau mal, na, guck. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Rufus. Mal nachdenken. Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Wenzel Washington? Wenzel? Nein. Ich glaube, dann habe ich... Was mit Tony? Tony. Mal nachdenken. Tony? Oh, noch denken, Mensch. Tony? Nein. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ah, sprich, sobald ich jetzt den Namen von dem Auto rauskriege, kann ich hier den Schlüssel holen. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Ja. Ist, Fun Fact, es ist in Stollen tatsächlich so gewesen. Einfach einen Vogel oder Papagei mitnehmen und wenn der krepiert, dann, ja... Some gas you don't want Hast to sniff. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. L'amour. Okay. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Okay. Netter Papagei. Ja, wir benutzen ihn um... Und was macht ihr? Einen neuen Papagei. Verstehe. Okay, das Chamäleon hier oben... Ignorieren wir. Ich meine, ich habe jetzt hier... Ne? Okay, warte mal. Wenn das also tatsächlich sprengt, dann ist die Frage, was? Ach, und wir können das überall. Wir können das Ding überall platzieren, ey. Ich dachte, wir können das nur so an diesen Punkten setzen.
Machen wir mal hier. Ne, das Haus wollen wir jetzt nun vielleicht doch nicht sprengen. Noch ne, aber das klingt doch soweit ganz witzig. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Okay, Controller, ich hab's begriffen. Du willst nicht mehr, du willst kein Teil von der Sache sein. Ich hab's schon verstanden. Hab ich jetzt irgendwas? Hab ich jetzt was kaputt gemacht? Geile Sprengung. Das hat ja nicht toll bumm gemacht. Okay, wir behalten das mal im Hinterkopf. Wir gehen erstmal nochmal in die Kneipe. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Die Musik ist geil. Mein Dart-File, okay. Das ist ein Schild. Ist jetzt mein Schild. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Ich glaub ja nicht. Was soll das? Okay, wir haben einen Dart-Pfeil, eine Wartenummer und ein... Plörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Mm. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Ich auch. Weil, ne? Du, Lonzo. Ja. Ja. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuva. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Können die mal echt aufhören, so auf mir rumzuhacken? Verletzt meine Gefühle. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Guter Punkt. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo? Alles klar? Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. What? Was? Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow. Du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine. Aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und in Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Espresso. Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, hey. Dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe.
Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Das ist definitiv hohl. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Oh boy. Das... Okay, den Umhang kann ich mitnehmen. Achso, da muss ich wahrscheinlich... Ja, da muss wahrscheinlich das ganze Zeug rein. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles, besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Der klingt, als ob er da sein Leben lang drauf gewartet hat. Wegen des Pulvers. Schieß los. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver? Ich sagte kein Schwarzpulver. Aber es wäre schwarz. Hör mal. Die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh je. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Ich meine, du sitzt da oben wie DJ Bobo der Kaffeeautomaten und, ne? Was sollen denn heiße Bohnen sein? Keine Ahnung. Tja. Das Gegenteil von kalten Bohnen. Das ist wohl ein Rätsel für einen gehobeneren Intellekt. Stimmt. Du könntest Wenzel fragen. Ich habe von mir gehört. Schon wieder Wenzel? Entschuldigung. Das hätte ich wissen müssen. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist hoch. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Dabei fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Und was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Das habe ich wohl verdient. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Okay. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Wassertrank. Dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Belebend, energiereich, Alter. Energiereiches Wasser? Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energiereich. Frag ihn doch mal. Echt das jetzt? Das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Ich schaff das. Beeil, ich kann es. Ich bin da mal ich weg. Ich geh dann mal. Zutaten besorgen. Mach das. Ja. I'm Audi. So. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Was? Was bedeutet das jetzt? Oha. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Aha. Ich spare mir meine telekinetische... Da wirst du ja wohl hochkommen. Also, Kumpel. Auch wenn ich sie garantiert treffen könnte. Ich würde sie damit niemals... Heb den Arm! Meine Güte. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Was? Eine Fußfessel? K.
kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Außer das. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Mhm. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Dietrich? Der krumme Dietrich! Ich habe ihn da für den Notfall deponiert. Verdammt! Nicht unbedingt deine beste Idee. Da ist nichts mehr zu holen. Zu holen nicht. Nee. Okay, das können wir nur mit was benutzen. Wir gehen nochmal zum Hebel. Ja, man darf ja nicht vergessen, der Typ ist irgendwie ja hier alles in... Ach du Scheiße. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Gewalt? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Okay. Hätte er sein können. Der Clown unter die Narkose gasen. Clowns. Bingo. Und ja, geil. Dinge, die ich schon immer haben wollte. Gott sei Dank bin ich ein Verdammt. Vielleicht damit? Gott sei Dank. Verdammt. Verdammt. Okay, shit. Ja gut, okay. So, warte, was war noch? Feuerwehrboy, ne? Was haben wir denn hier? Ein Feuerlöscher. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Das ist alles ein bisschen schwer. Warte, ich kann die Feuerwehrleiter benutzen? Thanks for the Handschuhe. Da ist ein Loch in der Plattform. Da ist ein Loch in der Plattform. Cool. Jetzt habe ich hier einen Feuerlöscher. Warte mal, kann ich die Fußfessel da reinpacken, ohne dass es was bringt? Okay, but why though? Die kommen denn da oben? Strike! Dankeschön. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Feuerlöscher? Den können wir ja auch nicht mitnehmen. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Es war mehr Glück als Verstand gerade. Das gebe ich sogar zu. Den können wir auch generell? Der ist so schwer, aber halb. Ich bin ja eh. Ja, gut. Das können wir also nicht. Asbesthandschuhe. Gizmo ist so ein Weichei. Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Ich weiß ja nicht, was das sagen soll, ne? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Dann mach's kaputt. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Destroy what destroys you. Ich kann das Ding nicht... Okay. Gut, dann gucken wir nochmal, was mit der Feuerwehrklappe ist. Also das haben wir jetzt. Wir können das Ding ja auch nicht hochheben, also... Aber da... Aha. Okay, wir gucken erstmal, was da unten ist. Und dann schauen wir mal weiter. Hui! Ach, schau mal, na guck. Back here again. Können wir den Stier auseinandernehmen? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Okay, Versuch war es wert. Und heute... Okay, so, es soll offenbar irgendwie so... Sekunde mal. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ha. Was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Es wäre ja witzig gewesen, ne? Können wir die irgendwie damit sauber machen? So den Namen... Lieber nicht. Lieber nicht. Warum lieber nicht? Nenn mir einen guten Grund, warum nicht. Ach, und ohne Schlüssel kommen wir hier nicht rein.
Ach gut, immerhin können wir hierhin wieder zurück. So, schöne Abkürzung. Gut zu wissen. Gemerkt. So, Feuerlöscher haben wir immer noch hier. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Destroy what destroys you. Aber das Problem ist ja, ich krieg's ja auch nicht. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Nee, auf einmal hinterlässt... Aber halb so schlimm, ich bin ja eh immer vorsichtig. Das ist... ich hätte ja schon gerne, ne? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Der typische Versuch alles mit allem Trick. Funktioniert offenbar nicht immer. Okay. So viel hierzu. Aber hast du nicht, hat er es nicht gesagt, irgendwie Hallo von wegen? Hallo nochmal. Hi. Rufus. Rufus. Genau. Sprengplan. Hier. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Das ist Batteriesäure hier. Volldeppen. Bis bald. Rufus. Okay, gut. Soweit, so schön. Wir wissen auch, dass wir einen Sprengplan haben. Wir können hier... Können wir hier zum Rohr? Dann ist... Wird da irgendwie hin? Scheinbar. Ich mag die Musik irgendwie. Ist funky. Aha. Okay, das wird Wenzel aber nicht gefallen. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Was? Okay, aber warte mal, was ist, wenn wir... Tonis Laden... Ja, ich glaube, wenn ich hier einen Laden spreng, ich glaube, dann ist sie mir ein bisschen... Ich glaube, dann ist sie ein bisschen piefig. Nur ein bisschen. Okay, warte mal. Aber können wir... Lass mich mal nochmal auf den Sprengplan gucken. Nee, das habe ich versucht. Okay, man hat mir jetzt auch gesagt, die Punkte sollen Hilfe sein. Jetzt ist die Frage... Ja, okay, wir machen einfach mal... Das wäre ja blödsinnig. Allerdings ist vieles, was ich tue, in meinem Leben blödsinnig. Also von daher... Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Ah, okay, mit Doppelklicks. Nice. Okay, ich merke schon, also offenbar, das zerstört nichts, sondern es löst nur einen Alarm aus. Na gut, dann gucken wir uns hier unten mal ein bisschen um. Okay, nur wenn ich da... Wenn ich irgendwo rein will, offenbar. Dann funktioniert Doppelklick, aber nicht, wenn ich mir so Sachen angucken will. Dann muss Ruvush da schon hinlaufen. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Das Problem ist, die drei Leute, die da drin warten, die haben hier ja keine Häuser wirklich. Es sei denn, das sind die hier im Hintergrund. Wir können mal gucken. Was könnte hier... Also das... Das sieht ja alles nicht aus wie ein Haus. Aber dann wäre es das hier, dann wäre es das hier. Und dann wäre es eventuell noch... Ich weiß auch nicht, das hier?
Der Rest sieht nämlich nicht nach Haus aus. Sondern eher nach... nicht. Mach, boom. Oha, das Sprengsignal. Achtung! Okay, da sind zwei Signale und da, ja, da unten ist tatsächlich auch ein Signal. Das Problem ist, ich... Ist das deren... Na? Ah! Schau mal einer, guck! Wie ich sehe, geht es voran. Ja, die anderen beiden mussten nach ihren Häusern gucken. Anscheinend haben die Müllsucher wieder eine... Was für... Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnte ich doch... Vergiss es. Wie ich sehe... Ja, aber dann... Okay. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wohnt der Penner. Also, wir haben schon mal die alle. Das ist... Ach, wisst ihr was? Ne, ich bin ja nicht wählerisch. Bin ja nicht wählerisch. Spreng einfach mal ein bisschen drauf los. Das Sprengsignal. Achtung! Ja, das sieht nämlich nach einem Haus aus. So, mal gucken. Aha, ich muss also rauskriegen, wo deren Häuser alle sind. Gut, dann waren das die hier oben auf jeden Fall schon mal, das ist sicher. Oder? Ich check das nochmal, weil ich bin der Meinung, die beiden, das ist Wenzels Haus. Das hier hat gerade nichts gebracht. Und das hier hat vorhin nichts gebracht. Was ist hier? Oha! Wo ist denn überhaupt? Da sehe ich was, aber... Okay. Okay, die beiden, das ist wirklich deren Haus da oben, aber dein Haus. Welches ist deins? Einhornmann, was ist dein... Was ist dein Haus, Einhornmann? Ist das hier dein Haus? Wenn ja, sorry, es existiert nicht mehr lange. Oha, das Sprengsignal. Achtung! Achtung! Na, da unten, das könnte jetzt gepasst haben. Aha! Schau mal einer, guck. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer... Wenzel. Genau! Wenzel. Ah, shit, wir müssen also erstmal Wenzel... Ich verschwinde. Lass dich nicht... Okay, wir müssen also erstmal Wenzel irgendwie herkriegen. Sind die jetzt wieder da? Nö. Okay, gut. Umso besser. Okay. Okay. Tatsache, die Dächer der... Oh, wow. Das ist mir echt bis jetzt gerade nicht aufgefallen. Die Dächer der Häuser gleichen den Hüten der Leute. Okay, das ist irgendwo schon cool. Tonis Hütte, Tonis Laden, Toni, Tini. So, mal ein bisschen Turbo machen hier. What the fuck, wow. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ja? Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Squeak. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? War Evil Knievel so Copyright verseucht? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären. Wow, tritt nochmal nach. Und steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir.
Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit. Ey, Steve Kane, vielen Dank fürs Follow. Eine Indianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Und dann sprengen euch alle in die Luft. Ich meine, ja gut. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, fraglich, meine Vorräte aufgefressen. Na. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. It's und like das Uganda heißt, City. Ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Hat da ein guter Punkt. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Warum seid ihr mal alle so nett hier? Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Au. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Sehe ich aus wie ein Ultralord. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Autsch. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Oh. Also meine Version war lustiger. Ja. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Ouch. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Ouch. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Sneaky. Finger weg. Ist ja gut. Ei. Autsch! Ey! Wow! Aua! Guck mal! Ach,
So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Die Sache hat aber einen Haken. Wenn die Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Bonko. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Ich glaube, das gilt hier für viele. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Das würde ich am liebsten über die Dings sagen, die Wärme. Okay, auf jeden Fall haben wir hier eine Mühle. Das ist schon mal Kram. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Sekunde mal. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Bye, Darling. Okay. Tonis Hütte. Ach so, jetzt kommen wir hier wieder zurück. Okay. Meine Socke kocht immer noch. Das ist, Autsch! Das ist ja... Da soll Toni nochmal sagen, ich... Eieieiei. Ich meine, sie brennt ganz schön lang. Toni trägt den Haus... So bekommt sie immer mit, wenn ich mich verletze. Nur deswegen... Beruhigungsmittel? Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Alter! Seht ihr, so nett zu einem hier. Ist ja schon nicht mehr feierlich. Warte mal, ist Wenzel jetzt wieder immer noch hier draußen oder hängt der woanders ab? Nope. Oh, kann ich mein Schweißgerät wieder haben? Generell. Oh, geil. Ein Blindgänger. Oh, geil, noch mehr. Und ein Trichter. So viel cooles Zeug. So viel cooles Zeug. Dann gehe ich mal wieder. Ich bin mal weg. Okay, soweit, so gut. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Oh, ist tatsächlich da. Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach, aha. Ja. Diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie... Alle? Im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Du kleine Ratte. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen,
Ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Goddammit. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Yeah. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Stock? Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Dieser Dickhead. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Pessimist. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Ja. Worum geht es denn diesmal? Kaffee. Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Hm. Du machst das schon. Mir fällt gerade ein. Die Chilischote. Ich glaube, da müssen wir nochmal gucken. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Good point. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Okay, da haben wir schon mal einen Anhaltspunkt. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Ahahaha. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht fauler Sack. Fauler Sack? Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Bis später. Genau. Oh, ey, Wenzel, stolz auf klein sein. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Wow. You wanna die? Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich selber anzufangen. You wanna die? Er wüsste damit nicht... Okay, gut. Genug gespielt. So, gut. Einfach so? Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Es gibt also hier einen Keller und ins Bad. Mein Lieber, warte mal, was könnte ich dir... Du blockierst die Warteschlange. Ja und? Solche Leute wie dich kann ich leiden, Wenzel. Solche absoluten Dickheads. Wow, hi. Boah. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Schön.
Ich brauche kein Zieltraining. Ich bin bereit für den... Ja, eh, meine... Ich meine, ich könnte Wenzel auch einfach hier anbinden. Was will er dann machen? Mein... Er ist klein. Okay. Sein Bad ist cool. Squeak. Kaminofen. Brauche ich wahrscheinlich auch wieder was. Das sitzt auch so schon fest genug. Das war nicht meine Idee. Ruwusch. Das ist jetzt mein Schwamm. Kann ich den Schwamm in den Ofen stecken? Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Geh mit dem Schwamm drüber. Was könnte man da sonst? Also sonst macht es hier alles... Ich will nicht schon mein ganzes Pulver verschießen. Funny. Niemals. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Ha, Sprengpulver, cool. Ich habe mir schon überlegt, so wofür könnte man sonst eine Rakete brauchen, aber einfach mal so rumexperimentieren, ne? So baut man keine Heißluftballons. Sagst du? Es hat Wochen gedauert, mir das Plastik von der Haut zu pulen. Aber sonst... Warum haben wir dieses Schild? Niemals. Und Toni wird es... Warum haben wir dieses Schild mitgenommen? Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Oh Scheiße, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Alter, pass bloß auf. Tonis Beruhigungs-Dr. Gizmo sagt, wie meinte er das? Tonis Beruhigungs-Dr. Wie? Was soll ich mit Beruhigungsmittel? Wanna die? Er wüsste damit nichts, er weiß ja. Okay. So weit, so gut. Das ist schon mal... Ne. Kriegen wir den irgendwie auf? Frage ist, wie? Ja, das mit dem Stier, die Idee hatten wir ja schon. Also ich war ja schon hier draußen. Das Problem ist, den roten Vorhang am Stier zu benutzen. Ne. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha. Eben, das bringt nichts. Und so... Und heute, liebe... so schon mal nicht. Und so schon mal... Also irgendwie sollen wir einen... Den Dings hier, den... Schieß mich tot. Toro! Hey! Mensch und Scheibe. Was war das nochmal? Hieß doch irgendwie von wegen so verdreckt. Puh, das könnte alles heißen. Die Tafel, das wäre weit hergeholt. Finde ich ja persönlich. Weil es ist ein mechanischer Stier, also. Ah, aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Blöre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Hä? Okay. In der Regel bin ich genauso. Ich bin kein Freund von Backseat Gaming. Aber das... When? Das Mechanik. Ist das ein Android? Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Darauf wäre ich nicht gekommen. Hey. Ich wollte früher immer ein lässiger Weltraummatador in geheimer Mission. What? Und heute. So schon mal nicht. Und heute. So schon mal nicht. Und Ich meine, wir haben jetzt, ne? Das ist. Also, ne? Das ist. Toro! Toro!
Wir haben es jetzt schon mal geschafft, dass er sich umguckt. Und heute... Weil ich hätte eh keinen Behälter, wirklich. Schwarzes Pulver. Hieß es nicht, wir sollen gerade kein Schwarzpulver bringen? Ich meine, ich bringe ihm das jetzt mal. Ich meine, meine Güte, vielleicht passt das ja. Yo. Kaffeemaschine. Also wo muss jetzt... Nachfüllfach Kaffeemaschinen? Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß. Tank. Das Pulver kommt offenbar in... Aber erst muss ich es noch... Das Pulver, aber erst... Das willst du nochmal malen? Du willst Pulver nochmal malen, Rufus? Na gut, von mir aus. Okay, gut. Ich meine, so weit habe ich ja schon gedacht, ne? Kommst du her? Eine Prise Schwarzpulver. Fehlen noch zwei Zutaten. What? Fehlen noch zwei Zutaten. Okay. Warte, was fehlt jetzt noch? Da. Heiße Bohnen, schwarzes Pulver. Achso, das wird jetzt abgehakt. Ah, sehr schön. Besonderes aufputschend. Also auf jeden Fall genau das Gegenteil von dem, was ich hab. Hold on a minute. You want some? Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Nicht nochmal. Goddammit. Okay, so weit, so gut, nicht? Können wir nochmal ins Rathaus mal gucken. Vielleicht haben wir ja hier jetzt... Na, wobei... Was ist denn das? Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Hallo, Lotti. Du schon? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 2. Wenzel. Okay, gut. Ich verschwöre. Lass dich nicht. Wenzel ist also immer noch ein Dickhead. Das Gute ist, immerhin haben wir jetzt schon mal die 63. Also, sobald wir Wenzel irgendwie eliminieren. Ne? Gut, aber. Wir können also... Hm, dann sollen wir nochmal gucken. Aber, warte mal. Hier, da. Chilischote. Vielleicht können wir damit ja irgendwie was anfangen noch. Vielleicht, sofern wir die irgendwie... Autsch, heiß! Ah, warte, warte, warte. Hehehe. Eine Chilischote, na schau mal, na guck. Das Problem löst sich so langsam. Eine ganze Chilischote. Fehlt nur noch. Eine Zutat fehlt noch. Jetzt die Frage, welche? Ich spiele das. Das ist doch so schon lang. Okay. Ich meine. Das ist doch. Gut, ja, gut. Karma! Vielen Dank für deine 10-Euro-Spende! Erstmal das Glas kaputt gemacht. Vielen Dank, mein Dude. So, okay. Wir sind... Ja, wir haben gut. Wir haben jetzt... Warte mal. Zwei Sachen haben wir schon mal. Wir haben die Schote, wir haben das Schwarzpulver. Daraus wird das Kaffeepulver. Wir sollen was Aufputschendes haben. Dann brauchen wir klares Wasser, Wasser und Wasser. Das Kaffeepulver... Und für eins davon müssen wir irgendwie, ne? Was haben wir denn noch für Optionen? Also Wenzel ist definitiv weiter ein Arschloch. So viel lassen wir mal. Ich glaube nicht, dass das halt was bringt, weil wenn wir das wieder schieben, passiert genau das. Können wir denn...
Die Verbrechensrate hat ihn so ungefähr seit meiner... Zum Glück ist... Na, das hatten wir ja schon. Niemals. Und Toni... Das sitzt auch so schon fest genug. Eben nicht, du kickst dagegen und es, ne? Aber sonst haben wir hier nichts, was irgendwie... Die Sache hat schon... Sie braucht nicht... Weil so geht das Ganze ja nur in Wenzels Haus. Und Wenzel ist weiterhin ein Sackgesicht. Vielleicht können wir ihn ja... Warte mal. Nee, doch nicht. Für Deponia ist der Vorhang schon lang. Die Aftershow-Party. Ich habe so das Gefühl, es hat was mit dem Rohr da ganz unten zu tun. Die Frage ist nur, wie? Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Ja, nur... Das sitzt auch so... Da kann ich ja... Oder... Oh, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt können wir hier... Sollen wir seine Bude anzünden? Ich meine, ich hätte da kein Problem mit. Wenzel ist ein Arschloch. Aber... Hey, Hackbraten! Es sei denn, es ist... Hier ist ein Schornstein. Habe ich jetzt den Keller geflutet? Nicht wirklich. Das hat also nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Ich bräuchte irgendwas um den Kram hier. Hey, Shiro. Das kann ich alles nicht anzünden. Gute Idee, wenn die Ballons nur nicht so schlapp rumhängen würden, wie Wenzel immer. Nee, gut. Oh, aber warte mal. Wo ich das gerade sehe, speichern wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee. Okay, soweit so gut. Die kriegen wir ja nicht. Nicht da, die gehört. Aber das ist einer. Und, oh, vielleicht. Und teilen wir. Lei. Nee. Swaggy. Gut, gehen wir nochmal hier. Schauen wir nochmal hier gucken. Was haben wir denn sonst noch? Nochmal. Hier vielleicht? Hier ist noch eine Klappe. Da ist ein Loch in der Plattform. Könnte ich? Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Okay, das also nicht. Die Sache hat schon ein... Sie braucht... Schwamm reinstopfen. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Auch nicht. Das ist so schwer, Min. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Weichei. Können wir sonst irgendwie in die Zelle einbrechen? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Das Problem... Oh, warte mal. Die Sache hat... Sie braucht... Ich spare mir meine Telekin... Wirklich? Ja, fein. Was machen wir mit dem Feuerlöscher? Das ist so eine Sache irgendwie. Die will mir nicht in den Kopf. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Langsam mal sicher gehen mir die Ideen aus. Da ist nichts mehr zu holen. Mein Arzneischrank ist ja... Da ist ja was drin. Hier.
Mist. Ab. Vielleicht sollten wir doch nochmal mit Gizmo reden. Vielleicht hat der eine Idee. Der Clown und Clowns. Oh, wait. Kann ich das noch häufiger machen? Einer reicht vorher. Jetzt habe ich einen fucking Ballon mit Lachgas. Was soll ich damit? Der Clown unter den Clowns. Clowns. Jetzt haben wir einen Ballon mit Lachgas. Ich kann das Ding nicht... Kann das Ding nicht mehr sehen. Okay. Was sollen wir mit Lachgas? Gizmo damit umbolzen oder was? Warte mal, wir können ja mal... Da war doch sowas... Hi. Das hat's gebracht jetzt. Bei Toni? Also das, was wir jetzt hier versucht haben, hat nicht funktioniert. Müssen wir nochmal einen neuen machen. Manno. Stimmt. Aber was könnte man daran anbringen? Kaputt. Geil, das hat's gebracht. So baut man keine Heim. Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Alter, Rufus, why? Luftballon mit Haken. So viel zum Thema, die Sache hat einen Haken. Okay, und jetzt? Hängt er denn da fest? Und hält die Klappe dann quasi offen? Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Ohoho. Delicious. So, jetzt Bolz. Mensch, Wenzel, du bist auf Wasser gestoßen. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Mit jeder Menge Kotzwasser. Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wait, what? Freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Und der Keller ersäuft in Kotze. Gib her. Arschloch. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ja, aber das ist... Digga, das ist Wasser! We need that shit! Okay, die Idee ist schon mal... Hat nicht funktioniert. Wo ist Wenzel? Okay, gut, das hat's gebracht.
Okay, jetzt haben wir eine Wünschelrute. Nice. Die uns jetzt leider auch nicht mehr viel bringt. Goddammit. Warte mal, ist er jetzt endlich? Oh! Hat sich der Herr Gnaden mal dazu entwickelt, zu sagen, ach, komm mal her. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Lottie! Lottie ist die Beste. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ja, Mann! Ich bin schon aufgerufen! Bring euch um! Ich liebe Lottie. Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen. Ach ja, stimmt, ich habe keine Uhr. Okay. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Hä? Wait, what? Lotek? What the fuck? Was? Er stört! Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor im Schreibtisch? Hat sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Hm? Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Alter. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber dafür das kann sind niemand 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die anderen... Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann... Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Geh wieder in deine Streichholzschachtel. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss... Und ob... Was denn jetzt... Ach so. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Sickburn! Deine Zunge, Bursche! Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Der übergroße Streichholzschachtel. Wenn ich so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Autsch.
Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Okay. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Rede. Bescheuert, aber nicht übel. Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Du benimmst dich wie ein Baby. Das Mädchen gehört... Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die... Endlich. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Gut gemacht, Dracula. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ja, mir auch. Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Hä? Hä? Schublade, nicht Klingel. Ach so, das war gut. Wahrscheinlich ist da irgendwo da ein geheimer Durchgang. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Tja. Jetzt schläfst du auf dem Boden. Nächster bitte. Bäh. Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Nächster bitte. Schade. Vor allem, ist das ein Hase da gerade drauf gewesen? Schlüsselloch. Da kommt alle Hilfe zu spät. Was hatte... Lieber nicht. Was hat Rufus gerade für Anfälle die ganze Zeit? MACHTSGUTIHRIDION. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, dann. Erdmagnetfeld. Was soll ich mit dem Magnetfeld anfangen? Oh, die Post. Warte mal. Die Uhr ist ja. Aber warte, ich habe eine Idee. Erstmal zu Denzel Wenzel, Washington. Ich will mit Wenzels stinkender. Falls du es nicht vergessen hast, brauchst Wasser. Und das da sieht ziemlich flüssig aus. Mein lieber Rubus. Ich behalte, Toni hat keine Heilen mehr. Seit was hatte er auch in der Wurfbahn verloren? Ich will mit... Essen wieder für sich? Ja. Okay. 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 Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Ja. Schon mal was von Filter gehört? Ja, kann ich aber offenbar mir abschminken. Wo ist Denzel die Fuckbacke denn jetzt? Hat sie gesagt, nö, ich hab die Schnauze voll, ich geh wieder. Ja, hier gibt's nichts mehr. Toni! Hi! Ich will auch nicht lange nerven.
Um genau zu sein, doch. Warte mal. Ich sag... Ja, nimm die Füße. Da muss man schon klug... Und... Oh, nicht aufregend. Tief durch. Kriegst du sie nicht nochmal zu meditieren? Dann kann ich einfach sagen, hier, hab einen Schluck. Hier hing mal der Käfig von... Aber auch er hat... Ist doch nach... Ja, schon. Ich nehm, da muss man schon klug aussortieren. Und, sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendein... Oh, nicht aufregen, Toni. Tief durch. Richtig auf, Toni. Richtig auf. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ihr könnt noch mal alle ruhig ein bisschen freundlicher sein. Das schwarze Brett kann ich jetzt immer noch? Damit kann ich noch interagieren? Ach ja, keiner kann mehr behaupten, dass ich davon nichts verstehe. Toro! Das ist immer noch so eine Sache, ne? Wünschelrute, was soll ich mit dem denn jetzt noch? Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Das ist cool! Toro! Das würde den Stier nur ärgern, aber noch nicht genug. Wir sollen ihn ärgern? Moment, soll ich? Habe ich das jetzt die ganze Zeit immer noch falsch gemacht? Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut deines Stiers zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Und by the way, Leute, ne, ist gut. Und? Tja, ein geübter... Autsch. Gleich nochmal. Und heute... Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Soll ich das jetzt echt mehrfach versuchen? Gleich nochmal. Jetzt ein Beruhigungsmittel. Der Stier ist wütend. Zeit für ein... Der Stier ist wütend. Zeit... Hä? Warte mal. Da besteht keine Fluchtgefahr. Sollst du ja auch nicht... Rufus! Du denkst nicht, wie ich es... wie ich denken möchte. Ich merke das schon. Der Stier ist wütend. Zeit für ein... Weil wenn ich jetzt drauf springe, schmeißt er mich ja immer wieder ab. Gleich nochmal. Wer ist es wieder abnehmen eigentlich? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Ich meine, so weit, so gut, ne? Aber das Problem ist... Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ja, und das kriegen wir noch nicht hin. Ich muss mal sowieso, das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit mal machen, nochmal zu, Ich kann nicht empfehlen, Sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus! Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan.
Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Oder was? Wie friedlich. Da hilft nur extra starker Kaffee. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich will ein... Ich höre... Ich empfehle also... Diebstahl... Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst... Sie haben eine eigene Diebstahl... Video nur ein Kleid sollte sein... Doch kein... Das funktioniert dann doch alles nicht. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Nein. Nein. Danke fürs Nichts. Wirklich. Oh, aber Rufus. Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Habe ich ihn jetzt gerade angetatscht, nur um ihm zu sagen, dass er nicht unantastbar ist? Sieh an, wow. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Goal, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir ab... Oh, Rufus, sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, er hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Gut, das bringt ja so alles nichts. Jetzt warte mal, ist hier sonst noch? Na, hier ist zwar eine Uhr, aber... Besagte Uhr ist, ne, 404, Uhr not found. Ich sag's Post. Hab ich jetzt hier noch irgendwas? Ganz blöde Vermutung. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Was heißt ich einschmelzen, du Dipshit? Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Na geil. Snaps! Jetzt habe ich Schnaps. Das schmeckt wie der Hustensaft, den mir Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Alter. Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Glas mit klarem Wasser. Schau mal einer, guck. Kann ich den anderen Schnaps auch? Nee, den anderen Schnaps kann ich nicht. Jetzt haben wir also schon mal klares Wasser. Das ist ja schon mal... Aber trotzdem, uns fehlen ja immer noch einige Sachen. Wir brauchen immer noch energiereiches Wasser, belebendes Wasser. Und uns fehlt immer noch was besonders Aufputschendes. Hm? Klares Energiereich. Das ist die Frage, kann ich das Wasser jetzt schon einfach so... Ups. Klares Wasser. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden. Ja, super, das heißt ich... ja, geil. Das ist ja weniger toll jetzt. Da erinnere ich mich jetzt an nichts. Aber vielleicht können wir ja damit mal... Ne? Kann ich nicht. Wenigstens mal die Autoschlüssel. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Lust und Seife? Ich bin kein Spezialist.
Pfeife. Und der Stier ist sowieso... Der will mich ärgern. Das sage ich euch. Der mobbt mich. Okay, wo kriegen wir Seife her? Hat sie in ihrer Hütte vielleicht noch irgendwas über? Kriege ich jetzt nicht einfach so ausgemacht, nicht? Kann ich nicht den Pümpel wieder mitnehmen? Das wäre nochmal cool. Mehr ist wohl reicht ja auch. Man, wir kriegen hier Wasser, aber Seife haben wir keine mehr. Man könnte ja das Spülwasser nehmen, aber... Man, wir haben auch die Handschuhe nicht mehr. Die haben sich offenbar in Luft aufgelöst, als wir versucht haben, die Chilischote zu nehmen. Man, können wir nicht jetzt den Bolzenschneider mitnehmen? Ich meine, das würde jetzt doch Sinn machen. You know. Ich kann ja den Topf jetzt ja nicht wieder mitnehmen, leider. Autsch, das ist ja... Herr Lustig. Man erkennt noch was. Ich muss es nicht. Ich hab doch keine... Ich hab keine Handschuhe mehr. Das ist ja das Problem. Autsch, das ist ja... Nee, die habe ich ja gegen die Chilischote da. Wir haben auch immer noch Handschellen, wo ich keine Ahnung habe, wofür die gut sein sollen. Die Verbrechensrate hat in den letzten so zum Glück. Kann ich. Meine Sache. Einfach Handschellen on self. Igu. Okay, Igu bringt nichts. Spreng den Ofen? Womit? Ich hab nichts zum Sprengen. Ich hab einen Dartpfeil. Hier fehlt ja noch das, was aufputschen ist. Haken. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein... Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Mit dem Dartpfeil den Ofen sprengen? Ich weiß ja nicht. Das scheint mir irgendwie merkwürdig, sinnlos. Gewichte, was man halt so braucht. Coupons kriegen wir auch nicht, das dürfen wir auch nicht machen. Oh Mann, das läuft alles nicht so dolle gerade. Ich meine, wir haben schon mal Wasser, also es ist schon mal etwas. Aber Erdmagnetfeld, was sollen wir mit sowas anfangen? Ja, mal zurück. Waka waka wow. Hallo, ich habe ein... Hallo. Na toll, aber kaum, ich probier's später. Okay, warte mal. Ich lese jetzt gerade, weil... Jetzt bin ich gerade doch dankbar, dass ich mal Hilfe krieg. Handschellen bei Feuerwehr... Warte mal, Feuerwehr war hier. Aber was haben wir hier? Wozu brauchen wir die Handschellen? Nein. But why though? Da ist ein Loch in der... Passiert jetzt was, wenn ich den Hebel ziehe? Ich meine, jetzt ist das Ding hier fest, aber... Ah! Ah! Okay. Danke für den Tipp. Da wäre ich so nicht drauf gekommen. Nicht so schnell auf jeden Fall. Schau mal, guck. Dietrich. Kein Gitter der Welt kann... Als ihr geblinzt... Kann ich das Ding jetzt einfach so hier... Ja, okay, cool. Okay. Ariman, vielen Dank für den Tipp. Da bin ich gerade echt nicht mehr drauf gekommen. So, warte mal, wo war jetzt das, Hier.
Buh, ich hasse Spritzen. Zum Glück nicht. Bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Immun gegen... Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Alter. Aufputschmittel. Na, schau mal einer. Und eine Spritze. Warte mal, können wir uns noch einen Ballon machen? Wir können noch mehr Ballons machen. So, why not, ne? Wir haben hier immer auch immer noch den Feuerlöscher. Hatten wir das mal? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Du kannst vieles nicht mehr sehen. Also, bei der hiesigen Wasserqualität naheliegend. Aber man muss auch drauf kommen. Du kannst es echt nicht mehr sehen, mein Junge. Ich glaube, du kannst es... Ich frage mich, bisher habe ich... Das hat gar keinen Effekt. Wow, was... Der Clown das unter gerade? Auf einmal war alles schnell. So, ein Aufputschmittel. Aufputschmittel. Let's go. Ich nenne die Mischung Rufus Schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Selbstschleudiger, also ich stimme dir dazu. Okay, wir haben das Kaffeepulver. Siehst du über einen neuen Vogel? Ich glaube nicht, dass ich ihr den Vogel klauen kann. Halt. Ich habe aber eine Idee. Ob sie sich über einen Vogel freuen wird, das hat gerade so bei mir so ein Funken entfacht. Das Pulver habe ich. There we go. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ach du meine Hose. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Betäubter Papagei. Und ich habe immer noch eine Spritze jetzt bei mir. Toni! Jetzt ein Vogel. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Oh. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Spoiler, ich werde es trotzdem hier tun. Keine Ahnung, was die Spritze macht. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Er ist bereits ausgenockt. Hm. Shit, wie kriegen wir den denn jetzt wieder lebendig? Jetzt haben wir ihn ausgenockt, aber haben nix. Warte mal. Auf der Spritze steht nur zur Blutabnahme. Als ob... Offenbar habe ich... zur Blutabnahme. Oh, der Wink mit dem Zaunfall, den habe ich jetzt auch verstanden. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Skaff! Es ist immer noch ein Roboter, ne? Also ich meine... Stierblut? Check. Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Dem Wasser fehlt noch der extra Schuss Energie. Gut, so weit, so gut. Jetzt fehlt halt nur noch energiereiches Wasser. Wo kriegen wir das denn jetzt her? Vielleicht, wenn wir den Vogel irgendwie wiederbeleben könnten. Ich quäle keinen. Und die. War ja nur so ein Gedanke. Ich meine, wir haben immer noch diese Quelle da unten in Wenzels Haus. Allerdings wäre auch Seife relativ praktisch, weil wir dann das Auto... Das ist mit dem Auto ist ja auch noch so eine Sache. Das müssen wir auch noch hinkriegen.
Weil jetzt... Irgendwas muss man doch mit der Quelle machen können. Ich will mit Wenzels Stimme... Mann. Ich will mit... Das muss doch irgendwie mit dieser... Ich will mit... Muss doch irgendwie, Jungchen. Ich meine, wir haben immer noch Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Dismo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Wir können noch mehr Luftballons machen? Warum sollen wir noch mehr Luftballons machen? Ja, stimmt, Batteriesäure, aber Batterien haben wir jetzt noch nicht wirklich. Yo, Hanek. Hallo nochmal. Hi. Rufo. Genau. Sprengplan weiß ich ja. Nochmal wegen... Nochmal? Wie war noch... Ja, aber das funktioniert Vergiss ja jetzt es. Schon geschehen. Noch was? Sofern ich das Zeug nicht... Bis bald. Rufus. Genau. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Ich wollte doch nicht mit dir reden. Bis bald. Rufus. Genau. Können wir irgendwo eine Seifenbank sprengen oder irgend sowas? Ja, wahrscheinlich ist es wirklich die Autobatterie. Nur das Problem ist, dafür brauchen wir jetzt irgendwie Seife und wir brauchen, ganz wichtig, wir brauchen Lust. Und das ist, können wir überhaupt noch? Nee, offenbar nicht. Können wir nicht mehr. Lasst sich nicht mehr interagieren. Freikriegen ist für Amateure, aber Schwamm drüber. Wir brauchen halt irgendwie Seife. Kann ich nicht? Man erkennt noch, ich muss es nicht. Wo kriegen wir Seife? Mufferstation. Er wird doch hier irgendwo, ne? Der ist so schon mal halb so schlimm. Kann man hier mit dem Arzneischrank noch irgendwas machen? Kann ich wieder zumachen? But why though? Das ist auch so schon lang. Schau mal, Kochtopf. Das wäre das Einzige, was jetzt noch Sinn machen würde. Versuchen wir es mal. Ich kann es mir jetzt mal nicht so wirklich vorstellen, weil es ist letztendlich ein Kochtopf mit kochendem Wasser. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Aber leck mich sideways. Es funktioniert offenbar und ich bin einfach nur dumm. So yeah, fuck me sideways, why don't we? Muss das wirklich sein? Ja, Rufus, komm. Komm aus dem Arsch. Let's go. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Schnutzi. Dämlicher Name. Schnutzipuh? Hanek, ich hab einen Namen für dich. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Nochmal wie? Nochmal wie wann? Schnutzipuh. Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Alter, wenn du mich gleich zum Essen ausführen willst, ne? Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Er hat Arsch gesagt. Du kann er doch nicht. Truckschlüssel. Okay, let's go. Schnutzipuh. Und there we go. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Mit dem betäubten Papageien? Damit kann ich das gehen. Aber wie komme ich dann?
will an die Beine. Das ist ja schon fast zu perfekt. Aha. Au. Was sollte ich mitnehmen? Aber nicht mit... Ja, ich hab doch... Nimm doch den Trichter in die Hand. Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass... Dann... So, direkt rein. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Mit Batteriesäure, einem Aufputschmittel und Wasser. Ich sag's nur ungern, Ruwusch, aber... Holla die Waldfee, das ist ein höllisches Gebräu, aber let's go. Ich bin bereit. Machen wir den krassesten Kaffee. In den Tank damit. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression! Dallmayr pro domo! Öffnet die Pforte zum Espressoversum! Oh, Backe. Oh, shit. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Well. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Puh. Jesus. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Hey, du, aufwachen. Geh doch, Schnarchschnabel. Und ich habe immer noch Espresso über. Wisst ihr, dann sind wir jetzt mal so nett und geben Toni mal was Freundliches. Komm. Hier. Hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt. Und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Okay. Wecken wir uns mal eine Prinzessin oder whatever.